Na, da bin ich aber froh, dass du noch weitermachst. Klasse, Hut ab. Also, dann wollen wir auch in den Step 11 gehen und hier uns noch einmal mit diesem Problem beschäftigen. Ja, also unser Orange View Controller hat ein Information Label, ist vom Typ UI Label, kann aber nil sein. Apple sagt aber, egal wann du drauf zugreifst, ist immer da. Wir haben festgestellt, Apple lügt. So, dann hatte ich gesagt, wir können aber trotzdem noch prüfen, ob denn dieses Information Label einen Value hat. Und dann können wir doch hier noch einmal hinschreiben, if let. Ja, Real Information Label gleich Orange View Controller Information Label. So. Also, was jetzt hier wieder passiert, ist ein if let. Wir wollen ein Optional auspacken, unwrappen, aber nur wenn es einen Wert hat, also nur wenn es nicht nil ist. Und dann würden wir hier drin landen und ich könnte sagen, print, hurra, wir haben ein Information Label und dann sind wir doch auch so lieb und geben die Instanz hier aus von unserem Information Label. Und wir würden unsere Anwendung einmal ausführen lassen. Und dann kommt der Simulator nach vorne. Halt, das kommentiere ich mal aus. Wir wissen ja, dass die App sonst crasht. Ich will aber diesen Crash nicht. So, ich drücke nochmal auf den Play-Button. Und jetzt kommt die App nach vorne. Und dann sehen Sie XXX. Sie sehen nichts. Der Text, Hurra, wir haben ein Information Label, taucht hier nicht auf. Wir haben ja auch keins. Information Label von unserem Orange View Controller ist in dem Moment, wo wir das hier prüfen wollen, nil. So, jetzt, ich habe mir hier so einen Namen aus den Fingern gesogen. Real Information Label. Ist aber eigentlich nicht nötig und macht man auch selten, denn ich will ja den Information Label haben und nur der Form halber, würde ich dann hier sagen Information Label. Für diejenigen, die sich wundern, wie kann es denn sein, dass ich nur einmal tippe und sich zwei Stellen gleichzeitig ändern? Da gibt es im Edit, die Möglichkeit Edit All in Scope. Ctrl Command E. Und wenn ich hier etwas mit Ctrl Command E anklicke und da rumdaddel, dann heißt das eben alles, was im Scope ist und diesem Namen entspricht, wird dann geändert. Wir wollen aber das nicht daddel nennen, sondern wieder Information Label. So, okay. Ah, könnten wir in Swift das auch noch anders machen? Ja, ich könnte das zusätzlich noch hier oben mit einbauen. Haben wir einen Orange View Controller? Ist der Identifier gleich das? Und hat der Orange View Controller ein Textfield? Leute, so tief wollen wir nicht gehen. Es ist ja auch eh nicht zielführend. Das Problem haben wir ja erkannt. Wir haben kein Information Label in dem Moment, wo wir den Wert hier haben, wo wir drauf zugreifen wollen, wo wir den Segway ausführen. Hilft uns ja alles nix. Wie kann ich Werte übertragen? Das ist die Aufgabenstellung schon seit ein paar Videos. Ich brauche ein Modell. Ja, wir haben so einen View Controller, aber wir brauchen auch ein Model. Model View Controller habt ihr bestimmt schon mal gehört. Jetzt will ich aber nicht den Rahmen komplett sprengen. Wie gesagt, Lernkurve flach halten, möglichst schnell euch bei der Hand nehmen und tolle Ergebnisse produzieren. Wir bauen jetzt nicht noch eine extra Klasse, nur um einen Wert von einem Textfeld in den anderen Controller zu übergeben. Aber trotzdem brauche ich einen Platzhalter, dem ich einen Wert zuweisen kann. Ich brauche tatsächlich eine Stored Property,
Information Text nenne ich die mal. Und das ist was? Das soll sein ein String. Und solange ich noch, so, machen wir es erstmal so. Was würde passieren? Warum kann ich es nicht mehr kompilieren? Warum haben wir einen Fehler? Er sagt nämlich jetzt, unser liebes Xcode 9 hier, liebes Frankie Baby, ne, der redet mich immer so an, dein Orange View Controller hat keine Initialisierer. Das ist ja, da dämmert uns doch was aus unserem Ausflug nach Swift, wo wir so ein Rechteck hatten und Länge und Breite auf Null gesetzt hatten, war alles okay, habe ich keine Werte zugewiesen. Bei der Deklaration der Stored Property musste ich das in einem Initialisierer machen. Ja. Jetzt kann ich aber den UI-View-Controller nicht initialisieren, weil der nun mal in diesem Apple UI-Kit-Framework-Maschinerie von irgendeinem anderen initialisiert wird. Verflixt, jetzt haben wir ein Problem. Ich will also ein String haben, eine Stored Property im Orange View Controller, muss aber irgendeinen Wert vorgeben, weil ich den Initialisierer nicht überschreiben kann. Also würden wir zum Beispiel hergehen und sagen, ja, wir initialisieren dann unseren Information-Text schon mal mit einem leeren String. Das könnten wir tun. Wir könnten auch sagen, weißt du was, der Information-Text, das ist zwar ein String, aber der ist optional. Der könnte auch nil sein. Und in dem Moment, wenn etwas nil sein kann, muss ich es nicht initialisieren. Und Leute, das ist genau der Trick, den Apple hier anwendet, warum diese Outlets tatsächlich Optionals sind, denn sie werden ja erst gesetzt, wenn der View aus seinem Storyboard, sage ich jetzt mal, gut NIP-File geladen wird. Damit kann das erst später initialisiert werden und nicht zum Zeitpunkt des Aufrufs von Init. Also muss es eigentlich ein Optional sein und Apple sagt halt an der Stelle, also Information Label wird in diesem Ding schon immer da sein. Wenn wir den normalen Fluss haben und tatsächlich nur über View Did Load, Will Appear und so weiter mit unserem View Controller arbeiten, stimmt das auch. Aber wenn ich von außen so einen Orange View Controller benutze, um zu sagen, hey, ich will dir was injecten, ich will dir was reindrücken, dann sehen wir, dass der Information Label unter Umständen noch nicht existiert, noch nicht verbunden ist, noch nicht von einem wie auch immer gearteten Parser aus dem Storyboard mit Werten gefüllt wurde. So, also unser Information Text könnte auch optional sein. Unser Information Text kann aber auch schon einen Wert haben, nämlich einen leeren. Und dann haben wir also hier ein ganz minimales Modell. Ja, ich will jetzt nicht über Bord gehen, das ist nur eine Stored Property vom Typ String. Aber die ist da und die hat im Moment den Wert eines leeren Strings. Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich in unserem View-Controller denn jetzt sagen kann, lieber Orange-View-Controller, dein Information Text soll bitte das sein, was in unserem Information Text Field als Text steht. Und haben dann jetzt wieder ein Problem. Denn was ist denn Information Text Field Text? Wow, das ist ein String, aber optional. Ein Textfield muss ja noch keinen gesetzten Text haben, dann ist das Ding tatsächlich nil. Und ich kann eben ein nil nicht einer Variablen zuweisen. Achtung, spannend, rechte Maustaste, Jump to Definition. Bob, wir stehen jetzt selber da, wo es aufgerufen wurde, wo es aufgebaut wurde. Also Xcode ist schon nicht so dumm, ja. Aber unser Information Text ist ein String und hier haben wir gesagt, du, der ist auf jeden Fall da. Der, im Moment hat er halt keinen Inhalt. Der String ist leer, aber es ist kein Optional.
Wie will ich denn etwas, was nicht da ist, etwas zuweisen, was immer was sein muss? Klingt bekloppt, oder? Ist aber so. Also, so kommen wir nicht weiter. Unser Information-Text in unserem OrangeView-Controller muss tatsächlich ein optionaler String sein. Yay, dann haben wir das schon mal geklärt. Und dann gehen wir in unseren View-Controller zurück und drücken nochmal Command B, um zu bauen und die App also zu kompilieren. Und dann sehen wir, aha, hat jetzt geklappt. Orange View Controller, dein Information Text soll bitte das sein, was bei uns in dem Textfeld steht. Boah, war ja schon mal schwer genug bis hierhin, oder? Jetzt haben wir nur noch ein Problem und Videolänge hin oder her, das will ich abschließen. Ich möchte gerne, wenn unser Orange View Controller auf den Screen kommt, dass auch der Information Label mit unserem Information Text, das ist ja unser Modell, die Datenbrücke, gefüllt wird. Also, View will appear, der View möchte nach vorne kommen. Der ist noch nicht da, deshalb kann ich es jetzt schön setzen, dann flackert quasi nichts. Ne? Ich könnte auch sagen, View did appear, aber dann ist er erstmal da und dann werden die Werte gesetzt und dann sieht das unter Umständen komisch aus. Aber hier darf ich jetzt sagen, lieber Information Label, Apple verspricht, du bist da, glaube ich dir, du hast doch bestimmt einen Text und der Text ist jetzt das, was in unserem Information Text steht. Und damit wir es noch etwas präziser machen, nenne ich das Ding Information Text Model. So, und wenn wir die Stored Property Information Text Model nennen, dann muss ich die natürlich auch auf der Seite, wo ich sie bediene, so nennen. Einmal Command B gedrückt, es baut sich alles, wir haben keinen Compiler-Error. Oh, lasst es uns anschauen. Ich führe die Anwendung aus und wir schreiben hier in unser Information Text rein Hallo? Fragezeichen. Und wir drücken den Orange View und wir sehen ein Hallo im Label des Orange Views. Wow, was für ein Wahnsinn. Also, ein Textfield. Ein Label und wir wollten doch nur den Text, der hier steht, da zum Erscheinen bringen. Und dann fing der Wahnsinn an. Ihr seid aber mit mir durch die Videos gegangen. Ich brauche das dann hier nicht noch einmal komplett zu wiederholen, greife aber im nächsten Video nochmal drauf, dass wir eine kurze, kompakte Zusammenfassung von dem Thema noch einmal bekommen. Also bis gleich.